Du siehst mich nicht, ich bin durchsichtig. 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 Ich bin durchsichtig. Yo Leute, willkommen zu diesem kleinen Showcase. Und ja, in diesem kleinen Showcase geht es um den Wise Client, mit dem ich ja schon oft gespielt habe. Und ja, dazu gibt es ein paar Neuerungen, und zwar wird der Client jetzt nicht mehr weiterentwickelt, da der Coder ein paar Probleme hatte. Und deswegen bleibt es bei der B5, und das ist die Version, die ich gerade habe. Und ja, zuerst blende ich euch mal kurz ein paar Sachen ein, und zwar hier erstens der Gomme-Teleport, also ein AAC-Teleport, der auch auf RandyMC geht und auf allen Servern, die ihr als AAC nicht so gut eingestellt haben. Und ja, dann die Aura ist auch ziemlich gut. Die ist nicht mal so schlecht, die ist halt, mit denen besiegst du schon alle, aber sie ist halt nicht so krass über OP, aber sie ist ziemlich gut, finde ich. Und ja, das sieht man jetzt auch wahrscheinlich gerade eingeblendet. Und ja, dann gibt es natürlich noch einen AC-Glide, beziehungsweise einen Gomme-Glide. Der geht auf RandyMC auch und auf Gomme halt und auf allen anderen AC-Servern. Und ja, den werde ich jetzt auch kurz einblenden. Und ja, dann gibt es noch einen Hypixel Long Jump. Das ist der hier. Das ist generell ein NCP Long Jump. Der geht sogar auf Revi, glaube ich. Und ja, diese Version hier wird 5 Euro kosten. 5 Euro nur, weil der Client halt nicht mehr weiterentwickelt wird und weil das dann nur eine feine Version ist. Aber auf Hypixel wird die immer krass sein. Und auf Revenge-Side wird die auch immer gut sein. Also. Die ist schon eine Version für immer, nur halt, die hat halt noch keine neuen Gomme-Sachen wie für das Spartan oder TTC, was sie jetzt da drauf haben. Und ja, dann zeige ich euch hier nochmal kurz auf dem Horizon-Test-Server. Hier, der Teleport geht einwandfrei. Dann gibt es hier noch einen Fast-Ladder. Ja, ist auch gut. Und ja, die Aura ist gut. Es gibt einen B-Hop, es gibt einen Low-Hop. Die Kill-Aura ist auch ziemlich gut. Ja, ich zeige sie euch einfach mal. Oh ja, gut. Punkt Kill Aura Mobs. So. Ich zeige sie euch mal kurz hier. Man sieht, die ist jetzt nicht schlecht. Und ja, die Kill Aura ist halt gut. Der Client generell hat viele Speed Modes. Speed Mode, dann sieht man hier ein J-Port bzw. Y-Port, AAC Motion Speed, ein AAC B-Hop, ein NCP B-Hop, der geht auf Revi und auf Hypixel und ein Low-Hop, der geht auf AAC und ja, ich weiß nicht, ob der noch geht. Nein, der Low-Hop ist irgendwie ein Long Jump. so, und ja, das kriegt UI ist halt das hier. Es gibt ein, man kann auch damit ziemlich legit spielen, es gibt ein Aimbot, ein Triggerbot, Servercrusher für kleinere Server, Chestdealer, neue Rotation, die kennt man ja alle, No Friends gibt's auch, Chest Aura, Teleport für AAC, das neueste, dann ein Spammer, sieht man jetzt im Chat, und Fast Use, geht natürlich auch, Fucker, da kann man selber einstellen, ob für Betten, Cores, da kann man halt die ID einstellen, das Teams-Modul funktioniert perfekt auf allen Servern. Tower funktioniert auch auf vielen Servern, aber halt nicht auf ganz allen. Velocity kann man selber einstellen. Party-Spammer, da werden halt, ja, gibt's auf dem Server jetzt nicht. Und ja, das geht halt auf Gomme, dann werden immer, wenn jemand in der Nähe ist, werden Partys gespammt und ich komme nicht mehr auf den Server. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ja, dann gehen wir mal weiter. No Slowdown kann man auf AC und auf NCP einstellen. Fast Break geht auf NCP, glaube ich. Ja, geht, aber halt nicht, glaube nicht ganz auf allen Servern. God Mode ging halt auf Gomme, als sie noch ihr NCP hatten. Das haben sie aber nicht mehr. Dann gibt es Inventory Move, Phase, weiß ich jetzt nicht, ob das so genau geht, aber... es gibt einen Sneak, das kennt man ja, ein Timer Speed für das neue Anti-Cheat, dann geht hier alles schneller. Ein Climb, das bypasst auf AC, glaube ich sogar. Blink natürlich, Zoot, Anti-Fire. Glaube, das geht jetzt nicht auf AC, auf jeden Fall nicht, glaube ich. Und ja, Fast Ladder für NCP und AC, dann Speed Modes habe ich schon gezeigt. Jesus für AC und NCP, Long Jump für Hypixel und Revenside, glaube ich. Scaffold kann man auf Expanded machen, das heißt, wenn man ein Gomme-artiges Anti-Cheat hat oder Vanilla, dann kann man
es vor sich herbauen lassen. Safe War kennt man ja, Sprint Glide geht für AC, das neueste. Es gibt auch ein NCP Glide und ein Air Hop, also man hoppt dann in der Luft so rum. Und ja, Step geht auf NCP und AC Animation. Ach, das ist die Schwert Animation. Cool. Ja, die ist tatsächlich ziemlich cool. Habe ich selber noch nicht entdeckt. Das sieht dann so aus. Ja, sieht echt geil aus. Was gibt es noch? Es gibt Tracers natürlich, wie man sieht hier. Man muss immer Name-Tags einmal retoggeln. Ja, jetzt gehen die Tracer auch. Es gibt ein No-Hard-Cam ESP. ESP ist gerade verbuggt. Man muss immer einmal Name-Tags retoggeln, dann geht es wieder. Und ja, man sieht hier dieses Shader ESP. Ja, Farbe kann man leider nicht einstellen, aber so ist ja auch gut. Und ja, Chess ESP ist halt auch Shader. Das ist nicht Shader, nee. Aber das Player ESP ist auf jeden Fall Shader. Und ja, das war's dann eigentlich schon von der Vorstellung. So fast. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Und ja, Client kostet wie gesagt 5 Euro. Wird keine Updates bekommen. Ist mit PaySafe Card, Bitcoin, PayPal. Ist mit allem zu halten, was es so gibt. Mit Amazon-Karten natürlich auch. Das war's dann von dem Video. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.